Yo, who else to spit crack with the impact of the Incredible Hulk swinging the Thor's hammer? Raw grammar, interjected with this lyrical disease. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja Jungs, das ist ein mexikanischer Strohhut oder auch ein Sombrero. Und viele denken sich jetzt, sie können mich gar nicht ernst nehmen mit diesem Strohhut. Aber da kann ich euch eins sagen, Leute, ich genauso wenig. Also erstmal wollte ich mich entschuldigen dafür, dass das Video hier ein bisschen zu spät kommt. Ich war nämlich wirklich von vorne bis hinten voll geplant, also das ging auf jeden Fall gar nicht. Ja Jungs, ich habe gerade einen mexikanischen Strohhut auf und ich werde euch jetzt sagen, wie ihr am besten Frauen klar machen könnt. Also ich will ja nicht sagen, aber ich finde das Niveau in meinen Videos ist schon ziemlich hoch, ne? Ich habe eine scheiß Behinderung. Und zwar ist es einfach so, dass viele Leute Probleme damit haben, Mädchen klar zu machen. Und es ist halt einfach meistens so, dass das Mädchen einen zu hässlich findet. Naja, also eigentlich nicht, aber stellen wir es uns einfach mal vor. Passt ja auch zu mir. Und Jungs, was würde passieren, wenn ihr euch einfach mal so einen mexikanischen Strohhut aufsetzen würdet? Hey du, hast vielleicht mal Lust, heute Abend ein bisschen rauszugehen? Hey, also, ich habe einen Freund und ich weiß nicht, eigentlich bin ich gar nicht interessiert und ich bin gar nicht so eine und es tut mir leid, also ich, oh mein Gott, fick mich bitte. Also dabei kann eigentlich gar nichts schief laufen. Und ja, ihr kennt ja diese Pferdemasken, die diese ganzen YouTuber dafür die Pranks und so benutzt haben. Und ich muss sagen, mit denen kann man eigentlich auch ganz gut Frauen klar machen. Aber mit dem Sombrero geht es doch um einiges besser. So, es entscheiden sich aber trotzdem noch einige Leute für die Pferdemaske. Und jetzt ist die Frage, Pferdemaske oder Sombrero? Viele würden jetzt sagen, ja, boah, die Pferdemaske reicht doch komplett aus. Andere wiederum sagen, dass ein Sombrero komplett ausreicht. Da muss ich leider beide Seiten enttäuschen. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Dieser Sombrero ist aber nicht nur gut dafür, Frauen klar zu machen. Viele Leute haben ja zurzeit ziemlich viel Stress mit der Schule. Und ich gehöre nun mal auch zu diesen Leuten. Und was einem ziemlich auf den Sack geht, sind die Arbeiten, Tests. Und stellt euch einfach mal vor, ihr schreibt einen Vokabeltest im Spanischunterricht. Arvin, das kann so echt nicht mehr weitergehen. Das ist die 5., 6. in diesem Jahr. Also du musst dir da echt was über, oh mein Gott, 1+ mit Sternchen. So, und die Schule ist natürlich nicht der einzige Ort, wo man irgendwelche Probleme haben könnte. Was mir zum Beispiel auch in den Ferien sehr schwer fällt, ist das Aufwachen. Das Aufwachen an sich ist ja ziemlich schwer, aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt so einen mexikanischen Strohhut. Aber Jungs, jetzt im Ernst, versteht mich mal bitte nicht falsch. Ich will mich echt nicht über irgendwelche Mexikaner oder so lustig machen. Oh mein Gott, fick mich bitte. Jungs, ich will mich jetzt echt nicht pushen, aber ich finde, dass meine Tipps schon ziemlich hilfreich sein sollten. Also, sollten. Ich meine, falls das Ganze nicht klappt, dann probiert's einfach mal mit Geld. Weil wir wissen ja alle, Frauen lieben ja Geld. Die brauchen nicht mal viel, also ich würde sagen, es reicht schon komplett aus, wenn es im 4-stelligen Bereich ist. Oder vielleicht doch lieber im 5-stelligen. Also so wie bei mir zum Beispiel. Jungs, Schule fickt gerade richtig mein Leben und ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich sag, ich hab scheiß Noten oder so, aber es ist gerade einfach so, ich hab Angst. Ich hab einfach nur Angst. Und zwar habe ich seit heute wieder Schule und jetzt hat auch schon unsere Klausurphase angefangen. Und Jungs, es wird wirklich eskalieren, ist im Gegensatz dazu nichts. Es wird mehr als nur eskalieren. Wir werden so ungefähr so 2 Klausuren pro Woche schreiben oder vielleicht auch noch 3. Und wenn ich mal so recht überlege, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm so, also das wird ungefähr der Umfang meines Schlochs sein. Weil ich so hart gefickt werde. Ja Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Edit mich auf jeden Fall bei Snapchat. Der Sombrero ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr Bock habt, gönnt ihn euch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr das über meinen Link kaufen würdet. Damit unterstützt ihr mich, wie gesagt, ein bisschen. Und ja Jungs, macht keine Scheiße, geht ordentlich zur Schule. Schule ist ja wichtig. Das wird ungefähr der Umfang meines Schlochs sein. Und ja Jungs, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Oh mein Gott, fick mich bitte.